Willkommen zum Unboxing dieses Sets 85004 iGame Gaming Desktop von Pantasy mit der Lizenz von iGame bzw. iGame ist ja eine Marke von Colorful. iGame M600, das Modell, habe ich euch schon mal vorgestellt. Allerdings nicht in dieser Version, sondern in einer Version, die damals noch nicht mit GoBricks-Teilen war. Jetzt ist allerdings sind GoBricks-Teile verwendet, sie haben es nochmal neu aufgelegt. Pad-Printing, also alles bedruckt, auch keine Sticker dabei. 15 plus ist so die Altersempfehlung. Noch kurz einen Blick auf die Rückseite, man sieht wirklich Fokus auf einen Computer und nicht mehr auf Firlefanz wie Minifiguren. LED-Lightset ist mit dabei und wir machen das mal kurz zusammen auf. Ihr seht, ich habe schon mal vorgeschnitten hier. Da sind nämlich zweimal, Kleber drauf. Und wir haben hier sogar noch so ein Siegel, das habe ich auch geöffnet. Und dann geht das Ganze ganz einfach so auf. Einmal aufklappen, sehr hochwertige Verpackung. Wir sehen, prall gefüllt bis oben hin. Lassen wir das mal rausputzeln und schauen, was da so rauskommt. Jawohl, da ist sogar noch mehr drin. Juhu, genau, Box machen wir zur Seite. Ihr seht, wir haben eine Anleitung. Da kommt auch noch mal was raus. Wir haben doch noch Sticker hier, sehe ich gerade. Aber auch das Light Kit ist auch mit dabei. Anleitung, die schauen wir uns dann natürlich im Review an. Tun wir mal kurz zur Seite. Und wir haben hier noch einige Tüten. Wir haben die zweimal Platten hier dabei. Tüten sind aufgeteilt nach Bauabschnitten. Schauen wir uns jetzt gleich kurz an, was wir hier haben. 2, 6, sieht so aus, als wären 6 Bauabschnitte. Ganz genau, wir haben nochmal eine Platte dabei. Also sehr, sehr spannend, sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Kann ich schon mal sagen, im Vergleich zu dem, was wir sonst so hatten für dieses Set, also was ich euch schon mal vorgestellt hatte, kann ich euch hier auch nochmal einblenden. Ist es doch nochmal schon jetzt gleich beim Aufmachen zu merken. Wir haben hier nochmal einen Sticker. Ja, sagen wir es mal so, ich möchte euch nicht zu lange nerven oder auf die Nerven gehen mit einem Unboxing. Ich habe euch ja auf dem Kanal gefragt, ob ihr euch Unboxing-Videos interessieren. Ich habe jetzt mal diese Lösung hier gesucht, indem ich eigentlich das Review mache und diejenigen, die im Review sich für dieses Unboxing interessieren, noch da drauf gehen können. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare sagen, wie euch das gefällt, ob da irgendwie noch was zu verändern wäre und wie auch immer. Wir haben jetzt alles ausgepackt. Damit wäre das Unboxing aus meiner Sicht beendet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, arrivederci, ciao, ciao.